Es gibt gleich zwei gute Gründe zu feiern. Zum einen die Eröffnung der soeben fertiggestellten 2200 Quadratmeter großen Produktionshalle und zum anderen die Umbenennung von Gebhardt Band zur Dorner GmbH im März 2018. Gekommen sind viele. Neben offiziellen Gästen ist es ein größeres Team von Dorner USA aus Wisconsin und natürlich ganz besonders wichtig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dorner in Jülich im Rheinland. Es ist der Startschuss zu was Neuem, zu etwas Größerem und das wird an diesem Abend feierlich begangen. Was die Umbenennung für die beiden Geschäftsführer konkret bedeutet, erklären Sie so. Dass wir eine deutlich größere Produktpalette haben und dadurch noch besser auf die Probleme oder die Förderprobleme der Kunden eingehen können. Welche Ziele werden mit der Umfirmierung verfolgt? Durch die internationalen aufgestellten Dorner-Unternehmen können wir globale Kunden besser bedienen. Das heißt, sie bekommen unsere Produkte weltweit und können damit ihren Produktionsablauf sichern. Terry Schadeberg, CEO der Dorner Manufacturing Company, bringt es auf den Punkt. The real benefit is going to be that the European customers will now have access to the entire Dorner suite of products. What won't change is the commitment to customer service, short lead times and quality that Gebhardt Band has been known for so many years. What goals are pursued with the change of name? Really to be able to provide a unified vision to our customers. That no matter where they are in the world, they will see the same level of customer support, engineering capabilities, technical know-how and product. Thank you. Dass es keine Zeit zum Ausruhen gibt, versteht sich von selbst. Mit der neuen Halle gibt es nun die Möglichkeit, viele weitere Dorner-Förderbänder in Deutschland zu produzieren.